und dann irgendwann der Traum, Schiffe gebaut, Schlachtschiffe, gute Schlachtschiffe, kompetitive Schlachtschiffe gebaut, in den eigenen Häfen. Und hier, Friedrich Karl ist unser neuer, ach, die fürs Bismarcks, ja, die sind da, sehr gut. Die brauchen neue Kommandanten, die finden wir sofort, unseren ehemals gefangenen Kommandanten, die kommen gleich rein. Unsere Flotte wächst und gedeiht, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Damit haben wir auch was alles gebaut, das ist super. Die Prinz Heinrich ist da. Und Spanien, was finden wir denn über die spanischen Schiffe? Wie finden wir die? Die sind cool. Aber ganz ehrlich, die können es mit uns niemals aufnehmen. Ich brauche gerade ein bisschen Prestige. Wir wollen ein bisschen Prestige aufbauen, um uns besser darzustellen. Und wir haben bessere Panzerung, die wird langsam besser, sehr schön. Bessere Ship-Design. Sloping Armor Deck, okay, wir haben jetzt Sloping Armor Deck. Das können wir jetzt nutzen, das ist auch sehr schön. Haben wir die bei dem neuen Design bereits genutzt. Die Briten haben das nämlich schon. Und wir bauen jetzt hier gleich mal eine große Menge an Schiffen. Wir bauen 4 davon. 4. Das sollte reichen. Und bessere Docks, super. Und ein Skandal mit einem wichtigen Staatsmann aus Italien. Während einer Party auf einer Weltkreuzfahrt auf einem unserer Schiffe. Wie verhalten wir uns da? Wir werden das einfach verstecken. Wir müssen Italien nicht jetzt irgendwie bloßstellen. Ist kein Feind von uns, ne? Ist alles okay. Die sind keine Feinde. Wir bauen dafür die Docks aus und gehen weiter. Die Stahlindustrie möchte eine stärkere Marine haben. Das fände ich cool. Können wir dem Kaiser sagen, Kaiser, bitte mehr Marine, mehr Geld. Das hilft uns. Wir schauen uns einmal nach. Wir sehen, wir haben 150 Millionen. Sind gut angestiegen. Immer noch die zweithöchsten der Welt. Das ist nicht immer so. Das ist super sogar. Aber technologisch sind wir zurück. Flottengröße ist auch immer noch gering. Wir haben die zweitkleinste Flotte der Welt immer noch, gemessen an Schiffsraum. Wir werden besser, aber es dauert noch ein bisschen. Und ihr müsst bedenken, unsere alten Schiffe haben ein Verfallsdatum. Die meisten Schiffe sind alt. Alles alte Schiffe. Die müssen ersetzt werden. Neue leichte Kreuzer müssen kommen. Neue schwere Kreuzer müssen kommen. Die müssen aufgerüstet werden. Das wird nicht besser. Zum Glück haben wir moderne Schlachtschiffe bald in der Flotte. Das ist gut. Alles andere ist eher schwierig. Ein Spion aus Frankreich, natürlich, jetzt wissen müssen. Wir werden es aber erstmal diskret behandeln. Ich will da noch keinen Krieg haben. Ich will erstmal stark werden. Großbritannien hat das Hainan-Territorium bekommen als Konzession aus China. Wahrscheinlich auf Druck, auf Gewaltandrohung. Opiumkriege und so. Das ist natürlich auch ein Ding. Wir schauen ganz kurz. Sie haben es Hainan, tatsächlich, ja. Das ist krass. Die Briten kolonisieren noch. Und eine antispanische Rebellion in Kuba. Viel Erfolg wünsche ich denen. Und ein Spion aus Österreich. Wirklich? Ihr riskiert das? Das werden wir kritisieren. Komm, da will ich Prestige haben für. Ganz ehrlich, das ist mega unnötig. Und die Prinz Adalbert ist da. Damit haben wir weitere Schiffe gebaut. Können auch hier nochmal ein bisschen die Flotte in Reserve stecken. Genau so. Und weitere Schritte machen. Und ein Geschehnis in Angola, eine interne, eine Revolution wahrscheinlich. Und Frankreich schickt dort Kräfte hin, um dort, wie sie sagen, Ordnung wiederherzustellen. Aber sie wollen das definitiv als Kolonie haben. Wir könnten ein Ultimatum setzen. Andererseits haben wir nicht wirklich die Option, das durchzusetzen. Sie haben 18 Schlachter, wir haben 5. Das heißt, sie werden uns in allen Gebieten übertrumpfen. Sie haben auch 30 Zerstörer. Boah, Leute, was macht ihr denn alle hier? Das ist ja ganz schön viel. Ich fürchte, wir können uns höchstens einer großen internationalen Flotte anschließen, hoffen, dass sie aufhören. Und sie haben tatsächlich, da wir als Weltgemeinschaft uns dagegen gestellt haben, ihre Flotte zurückgeordert. Das macht sie sauer wahrscheinlich. Ja, aber sie haben tatsächlich das gemacht. Das finde ich gut. Wir haben das vermieden. Und ein exzentrischer Wissenschaftler mit fragwürdiger Reputation bietet uns an, seine letzte Erfindung uns zu verkaufen in Damage Control für 960 Euro. Das, ja, ich meine ganz ehrlich, wir kriegen diese E-Mails ständig und irgendwann, wir sind einfach hoffnungslos, wir müssen irgendwann mal annehmen. Komm, wir probieren es mal aus und gucken, was es ist. Und Russland bekommt Kiaochu Bay. Okay, also China wird gerade auseinandergenommen. Und ich weiß nicht, ob wir was bekommen haben.
vom Wissenschaftler. Noch nichts. Ich sehe leider nichts. Aber mal schauen. Und wir könnten das Wei Ha Wei-Territorium in China bekommen als Konzession. Das können wir machen. Da es gerade alle machen, müssen wir da irgendwie mit auf dem Weg bleiben. Natürlich treffe ich gerade Entscheidungen nicht aus persönlichem Willen, sondern einfach aus Spiel-Roleplay-Gedanken. Und es macht, fürchte ich, für unsere Nation Sinn, das zu tun. Also machen wir das. 100 Jahre. Okay. Damit haben wir eine neue Region erschlossen, nämlich diese hier. Und ich denke, wir sollten gleich mal ausbauen. Wir können wir da mal gucken hier. Bitte mal ganz kurz hier draufdrücken auf die Basis. Ist leider ein bisschen schwierig, die zu treffen, weil ich würde gerne die Basis ausbauen. Das geht hier nur irgendwie so. Nee. Man kann da hier draufdrücken. So. Bitte einmal hier die Basis ausbauen und dann noch einen Küstenvorbauen. Das ist aber ziemlich teuer. Wir machen es mal. Und bauen da ein dickes Fort hin, um diese Basis auch zu schützen. Und wir brauchen mehr Schiffe auf Foreign Station. Stimmt, da war was. Wir schicken mal die Victoria Louise raus. Die kann da hingehen. Und dann vielleicht noch die leichten Kreuzer. Die machen das ebenfalls. Die Foreign Station. Tschüss. So, damit ist er auch geschützt. Und wir, Italien möchte uns unsere Torpedo-Tags abkaufen, die Gyroskope. Gerne. Wir brauchen gerade Geld. Von daher sehr, sehr gerne. Docks sind fertig, super. Und tatsächlich, ja gut, das Ding von dem Wissenschaftler war ein wenig gut. Es war kein Scam, es war okay. Wir haben etwas mehr Fortschritt in Subdivision und Damage Control gemacht. Und die La Touche Treville, ein neues französisches Schiff, ein schwerer Kreuzer, das ist nicht wirklich gefährlich. Das ist so wie unsere. Also schon gefährlich, aber das kriegen wir hin. Bessere Explosivgranaten und Spanien hat die Revolution gecrushed in Kuba, das ist bedauerlich. Wir bauen die Docks weiter aus. Und schauen mal. Unter Konstruktion, 10 Monate noch. Ich hoffe, dass die Spannung mit den Briten nicht weiter ansteigen werden, das müssen wir dringend vermeiden. Eine neue Regierung möchte gerne die Marineausgaben für Sozialprogramme reduzieren. Wir könnten jetzt die Navy League nehmen und dagegen protestieren, oder wir können das langsam kaputt machen, oder wir können sagen, dass wir uns da raushalten. Und ganz ehrlich, so ist es. Wenn die das machen wollen, gerne. Wir hatten so viele Probleme sozial, wir hatten Unruhen, wir hatten Essensmangel. Wir müssen gerade nicht so viel Geld in die Marine stecken. Es wäre gut, aber ich denke, es macht auch Sinn, den Menschen was zurückzugeben. Der Krieg war lange, wir haben nichts dafür bekommen. Ganz ehrlich, wir können mal ein bisschen auch mal zurücktreten. Wir haben viel, viel Schaden angerichtet und wir haben gerade mehr als genug Geld gehabt. Die Ausbauten werden passieren und von daher, ja, gerne. Soziale Reformen wurden vom Reichstag durchgeführt. Das ist auch gut. In Zukunft wird die Society stärker machen und wird das Risiko von Revolutionen reduzieren und wird auch dazu führen, dass Leute eben generell ruhiger sind, weil es ihnen besser geht. Ist also gut in allen Belangen. Kostet Geld, klar, unsere Bezüge sind runtergegangen, deutlich, wir sind auch hinter Russland, hinter Frankreich und den Briten, aber das ist okay. Wir haben die Spannung reduziert, das ist okay, das machen wir gerne so. Und wir müssen einen Marineattaché in die Schweiz aussenden, warum auch immer man das machen wollte, für ihre Flussmarinen vielleicht. Das ist eine wirklich sehr prestigeträchtige Position. Wir schicken jemanden, also ganz ehrlich, also ja, das ist mir doch so egal. Wir schicken jemanden, der gerade nicht benutzt wird. Ich habe jetzt da nicht das Interesse, jemanden das zu schicken von unseren aktuellen aktiven Flottentruppen. Wir nehmen jemanden, der gerade nicht irgendwo eingesetzt ist. Wir haben hier alles schön mit händisch hier alles festgesetzt. Wir machen es mal nicht anders. Und wir müssen die Division noch ausbauen, die Kreuzerdivision. Saalwächter. Und zwar die hier. Die müssen in die Division rein. Kann ich das irgendwie machen? Wie geht denn das? Hier Division Editor. Wie kann ich denn euch da Add Ships to Division? Und zwar die hier. 1, 2, 4. So, genau so. Apropos Division. Hat den Kapitän Admiral Rumpfel immer noch da drin. Das ist super. Das war der Name, habe ich ganz vergessen gehabt. Der macht das gut. Das ist der von FS Bismarck. Und die USA und Japan haben eine Allianz eingegangen. Okay. Das können sie gerne machen.
Wir haben einen Setback in Group Armor, das ist schade. Und Hydraulic Riveting, also Nieten, immer noch nicht wirklich irgendwie gebaut. Und bessere Zündschnuren auch nicht gemacht, das ist nicht so gut. Also wir machen wirklich viele Fehler da. Und einen Spion aus den USA können wir durchaus ein bisschen mal angehen, da kriegen wir auch mehr Geld. Und Range Tables, super, mehr Reichweite und bessere Akkuratität. Nehmen wir gerne mit. Und wir haben endlich auch das Gegenfluten erforscht. Damit bessere Damage Control. Also unsere Wissenschaftler machen Fortschritt, sind wir immer noch... Wir sind advanced, wir sind fortgeschritten. Wir sind vor Frankreich, Italien, Russland, Japan, den USA, den Österreichern und Spanien. Wir sind gleich auf mit den Briten. Ein Wunder, wir waren vor ein paar Jahren noch behind. Wir machen unsere Fehler gut, versprochen. So, ja, die Schiffe sind bald fertig, die ersten Schlachter, das ist sehr cool. Und wir kommen immer noch nicht Richtung der neuen Zerstörer, leider. Die Coastal Battery ist fertig in Weihawei. Und eine Weltkreuzfahrt für unsere jungen Kadetten. Welches Schiff soll das machen? Am besten unsere stärksten Schiffe, oder? Obwohl, das ist ein bisschen... Nee, wir schicken ein paar normale Schiffe, komm. Wir müssen jetzt nicht aggressiv sein. Wir müssen keinen Krieg vom Zaun brechen. Das ist auch okay so. Und ein Spion aus Österreich. Die wollen es wirklich wissen. Komm, wir werden wieder Ärger machen. Leider keine Prestige, aber das ist okay. Nächster Zug. Und wir müssen ganz kurz ein Bauprojekt abbrechen. Ganz kurz, so. Um dann noch Geld zu haben. Und die Briten und Österreich schließen eine Allianz. Schade, ich wollte ja eigentlich das mit Österreich haben. Ich denke, Spanien oder Italien wäre gut für uns als Ally. Das würde ich gerne machen. Und Russland, zum ersten Mal in der Sonne ist Russland. Die Murayev Amursky. Das ist ein sehr kontemporärer, schwerer Kreuzer. Durchaus stark. Der kann was. Und bessere Türme können wir bald haben. Ich würde übrigens wirklich gerne einen Krieg haben mit Russland. Die haben zwar die größte Zahl an Schlachtschiffen außerhalb von den Briten, das ist viel, aber Russland würde ich gerne bekämpfen. Ich hätte gerne das Baltikum. Aber die haben 40 Schlachter und schwere Kreuzer. Wow, das ist eine große Flotte. Russland ist ziemlich stark. Aber sie müssen halt auch sich aufteilen zwischen Schwarzem Meer, Baltikum und Pazifik. Also sie haben nicht alles in einer Location, was gut ist. Aber da muss was kommen von uns. Die neuen Docks sind da. Wittelsbach ist da. Und kann leider nicht ihre Geschwindigkeit erreichen. Ach, die Briten. Schandarbeit. Fusch am Bau. So, wir wollen Waffen an unsere Waffenfabriken. Wir Waffen schicken nach Südamerika. Das wäre gut für unsere Waffenindustrie. Aber könnte sensitive Technologie leaken. Das nehmen wir gerne an. Das ist okay. Und bessere Türme. Bessere Feuerrate für Doppeltürme. Die haben wir. Super. Und wir können das Schiff bauen. Resume Construction. Die Word ist da. Und die Stahlindustrie möchte mehr Marine haben. Wir können das gerne nochmal so anbieten. Spannung geht hoch, ja, aber das ist okay. Und unsere neuen Schlachter sind da. Jetzt ist die Frage, sollten wir vielleicht mal auch lokal was bauen? Und zwar einen neuen leichten Kreuzer. Ich denke, das macht Sinn. Wir haben da mal Bedarf an der Standardisierung von neuen leichten Kreuzern. Sowas zum Beispiel. Wow, geiles Design. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Die Undine. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sogar richtig gut. Hat auch hier Torpedowerfer. Man kann übrigens das Schiff auch designen, hier mit Grafik. Man kann sogar richtig viel machen, das ist ziemlich cool. Kann man auch modden, man kann hier alles einstellen. Das kann man wirklich auch selbst malen, diese Designs, das geht. Das werden wir auch machen müssen später wahrscheinlich für unsere Flugzeugträger. Aber ich denke, das Design gefällt mir sogar richtig gut. Das ist ein ziemlich geiles Design. Wir gehen mal auf 6.5 und fügen noch ein paar ganz leichte Waffen hinzu. Sowas hier. Geht das? Okay, okay, also diese Geschütze haben eine reduzierte Feuerrate. Das ist natürlich nicht so geil. Mehr Feuerkontrolle bitte wäre auch gut. Warum habt ihr Probleme? Warum ist das so? Das ist ein Pre-Dreadnought. Aber ich denke, das ist okay. Wir nehmen diesen leichten Kreuzer mit. Das machen wir so, ja, warum nicht? Und ich denke, wie sollen wir eigentlich benennen, die Schiffe? Ich würde ja schwere Kreuzer nach Städten benennen. Leichte Kreuzer nach kleinen Orten, vielleicht nach Stadtteilen. Das können wir machen. Wir machen irgendwie mal sowas hier. Komm hier, Bottrop. Ist das so geschrieben, ja, ne? Bottrop, Kirch, Hellen. So,
Stadtteile und kleine Orte. Und dann passt das auch. Und damit haben wir hier einen neuen leichten Kreuzer. Den nehmen wir so mit. Und können damit auch dann neue leichte Kreuzer bauen. Cool. Sehr cool. Und ich denke, wir bauen auch nochmal 2 weitere Schlachtschiffe. Saarland, komm. Auf geht's. Wir bauen sogar 3. Was soll der Geiz? Wir brauchen dringend mehr Schlachtschiffe. Wir haben viel zu wenige. Die sind wichtig. Und eine Kolonialkrise mit den Briten schon wieder. Wir werden auf jeden Fall sagen, nein, kein Krieg. Wir müssen da gerade unsere Schiffe bauen. Wir verlieren Prestige, kriegen dafür Budget. Das ist gut. Vermeiden dafür eben Krieg. Und unser Tech-Sharing mit Österreich ist vorbei. Hat nicht wirklich viel gebracht. Und die Schiffe sind da. Und die Bottrop-Kirch-Hellen ist da und wird sofort gebaut. 4 davon bitte mal. Würde mich sehr freuen. Und damit haben wir es auch geschafft. Sehr cool. Frankreich will sich wieder aufbauen, marinetechnisch. Das ist natürlich scary. Wir können das kritisieren. Eine Disarmament Conference mag ich nicht. Wir werden sagen, das ist kein Problem. Wir haben eine bessere Marine. Komm, was soll das? Frankreich, ihr könnt mich mal.